Willkommen in Paris. Besucher der diesjährigen Show sollten ordentlich Zeit mitbringen. Auch dieses Jahr haben die Hersteller wieder richtig aufgefahren. Angefangen bei den französischen Marken, die hier selbstverständlich Heimvorteil genießen. Renault lässt es sich da nicht nehmen, die heimische Bühne für die Premiere seiner fünften Espace-Generation zu nutzen. 3 Jahrzehnte ist der Familienvan auf dem Markt. Die Tugenden der Vorgänger wie Variabilität und üppige Platzverhältnisse wurden beibehalten. Obendrauf gab es eine Extraportion Sportlichkeit und Eleganz. Dacia bedient Offroad-Gelüste und legt nach dem Sandero nun auch die Raumwunder Logi und Docker als Stepway aus. Mit zum Unterfahrschutz modifizierter Front- und Heckschürze in Mattchrom, Radlaufschutzleisten und beplankten Seitenschwellern. Der Innenraum wurde bis hin zum modernen Onboard-Infotainment deutlich aufgewertet. Neben den Studien DS3 und DS3 Cabrio mit ihren speziellen Lacken ist beim Citroën vor allem der C4 als Cactus Airflow 2L mit seinem Hybrid-Air-System einen Blick wert. Die Studie wurde aerodynamisch auf Optimum getrimmt, mit Windabweisern, großen schmalen Reifen, einem komplett verkleideten Unterboden und dem Verzicht auf Außenspiegel. Das neue Hybridsystem des C4 basiert auf einem Benziner und gespeichertem Luftdruck. Beides wird miteinander kombiniert und kommt je nach Bedarf zum Einsatz. Eine Weltpremiere bei Peugeot ist auch die 4,50 Meter lange SUV-Studie Quartz. Die insgesamt 500 PS dieses Plug-in-Hybrid treiben alle vier Räder an und werden von einem 1,6 Liter Turbobenziner und zwei Elektromotoren produziert. Ordentlich Präsenz zeigen auch die deutschen Nachbarn der Franzosen. Allen voran Mercedes-Benz. Neben der technisch und optisch kräftig facegelifteten B-Klasse mit ihren neuen Ausstattungslinien und vielen Assistenzsystemen ist es vor allem der neue Sportler aus dem Hause AMG, der hier die Blicke auf sich zieht. Mit dem Marktstart des 510 PS starken V8 GT im Frühjahr 2015 wird es, wie bei Mercedes üblich, auch wieder eine Sonderserie des AMG GT geben. Typische Merkmale der Edition 1 sind unter anderem der feststehende Heckspoiler und zahlreiche Modifikationen im Detail, wie an den Seitenschwellern, der Spoilerlippe oder den Diffusorecken. Nur kurz nach der Vorstellung der dritten TT-Coupé-Generation lässt Audi die offenen Varianten seines TT und TTS vorfahren. Anfang des Jahres kommt der neue kompakte ab knapp 38.000 Euro auf den Markt. Im Innenraum übernimmt das digitale Cockpit alle wesentlichen Anzeigen und der Blick zum bisherigen Monitor in der Mittelkonsole entfällt. Der X6 von BMW erfuhr optisch wie technisch eine deutliche Frischzellenkur. Angefangen bei der neuen Frontpartie mit neuer Frontschürze, die insgesamt flacher und breiter wirkt, bis hin zu weiteren Ausformungen des edlen Blechs auch an den Flanken. Bi-Xenon-Scheinwerfer, eine 8-Gang-Sportautomatik, Lederausstattung oder das Driving-Assistant-Paket sind einige Komponenten, die künftig zur deutlich größeren Serienausstattung gehören. Erstmals oben ohne zeigt sich BMWs Zweier. Kurze Überhänge und eine lange Haube sind sein Erkennungszeichen. Im März 2015 geht der offene Bayer ab rund 35.000 Euro in den Verkauf. Porsche hat seinen Cayenne einer ordentlichen Modellpflege unterzogen und ihm auch ein Plug-in-Hybrid implantiert. Auf die Weltpremiere ihres Cayenne SE Hybrid sind die Zuffenhausener besonders stolz. Immerhin sei man die einzige Marke mit nun drei Plug-in-Modellen, nachdem die Hybridtechnik beim Panamera und 918 Spyder bereits an Bord ist. Bei Volkswagen geht der Passat in die 8. Runde. Noch in diesem Jahr kommt er mit neuen Motorisierungen, Assistenzsystemen und jeder Menge technischer Raffinessen auf den Markt. Als GTE gibt es den Mittelklässler dann auch als 2-Liter-Auto. Den Plug-in-Hybrid kennen wir bereits vom Golf. Den Passat machen die 218 PS unter der Haube 222 km/h schnell und lassen ihn im Zusammenspiel mit seinem 6-Gang DSG in 8 Sekunden auf Tempo 100 spurten. Die Allradvarianten im Hause VW werden jetzt durch den Golf-Kombi ergänzt. 20 mm mehr Bodenfreiheit, Alu-Unterfahrschutz, eine widerstandsfähige Rundumbeplankung und Allradantrieb sind einige Komponenten, die ihn tauglich machen sollen für den Ritt ins Grobe. Kompakt und leistungsstark ist der neue Polo GTI mit nun 192 munteren Pferden, die den sportlichen Mini in 6,7 Sekunden auf Tempo 100 jagen. Dafür hielt ein 1,8 TSI Einzug in den GTI. Mit der neuen Fabia-Generation will Skoda noch mehr Auto bieten. Es ist die dritte Generation des knuffigen Modells, die hier als Kurzheck und Kombi eine Doppelpremiere begeht. Das Fahrzeug wurde komplett neu entwickelt und basiert als erster Kleinwagen des VW-Konzerns auf dem modularen Querbaukasten.
Die Sicherheits-, Komfort- und Infotainment-Systeme des Fabia stammen aus höheren Fahrzeugklassen und auch beim Gepäckvolumen legen die Tschechen mit 330 Litern die Latte im Segment ganz nach oben. Der Ford S-Max geht in die zweite Runde und kommt komplett neu entwickelt im Sommer nächsten Jahres an den Start. Stylischer im Design, luxuriöser ausgestattet und mit vielen kundenrelevanten Neuerungen will der 5- bzw. 7-Sitzer bei den Käufern punkten. Fords ST-Ableger werden immer gern gesehen. Hier in Paris schmückt sich der Focus mit dem Kürzel. Der 4,70 Meter lange, viertürige große Kuga-Bruder hört auf den Namen Ford Edge und kommt 2015 nach Deutschland. Ford bedient damit die ungebrochene Nachfrage nach üppigen SUVs. Fiat 500 ist immer für eine Überraschung gut. Jetzt schicken die Italiener ihn als Kompakt-SUV ins Rennen. Seine technische Basis einschließlich der Motorisierung teilt sich der 500X mit dem Jeep Renegade. Um die Ernsthaftigkeit des SUV-Konzepts zu unterstreichen, wurde ihm nicht nur die typische Kunststoffbeplankung mitgegeben, sondern auch das Fahrwerk nach oben geschraubt und die Überhänge an Front und Heck wurden auf Geländemaß gebracht. Bei Seat ist der Name Programm, denn ihren neuen Allradkombi haben die Spanier Experience getauft. Und Erfahrungen mit derartigen Fahrzeugkonzepten hat man im VW-Konzern ja reichlich. Der Allrad steht permanent zu Diensten, das Fahrwerk ist höher gelegt und die Offroad-Accessoires tun ihr Übriges, um ihn auch abseits der Piste gut aussehen zu lassen. Opel ist mit 4 Weltpremieren nach Paris gereist. Angefangen bei der 5. Generation des Corsa mit viel mehr Komfort, Schmiss und hochmodernen Assistenten, neuen Motoren und Getrieben. Auch ein Sportfahrwerk lässt sich ordern und mit Intelligent Link ist der Rüsselsheimer in puncto Infotainment auf dem letzten Stand. Dem stylischen Adam wurde jetzt nicht nur ein S mitgegeben, sondern auch jede Menge Dynamik. Ein 150 PS starker 1,4 Liter Turbo EcoTech bringt den winzigen Mini richtig in Fahrt. In 8,5 Sekunden passiert er die 100er-Marke und auch 200 Stundenkilometer sind ihm nicht fremd. Schon die großen OPC-Bremsen sprechen Bände. Klein aber fein geht es auch bei Smart zu. Der Zweisitzer Ford 2 geht in die nächste Generation und dass ein zweiter Anlauf mit dem Ford 4 gewagt wird, zeigt einmal mehr, wie überzeugt man bei Mercedes davon ist, dass die Miniwelle noch lange nicht abebbt. Eine Weltpremiere auf dem Kia-Stand ist der kräftig überarbeitete Rio. Bei der Neugestaltung der Front wurde dem Kühlergrill auch die typische Tigernase mitgegeben. Frischer Wind weht auch im Innenraum mit neuen Stoffen und modernen Infotainment-Komponenten. Hyundais neuer i20 ist größer bzw. erwachsener geworden. Denn die Konturen des Fünftürers sind jetzt eindeutiger und haben an Verspieltheit verloren. Last but not least werfen wir einen Blick auf den Jaguar-Stand. Und wir sehen, die Riege der angestammten Mittelklässler im Premium-Bereich bekommt Konkurrenz. Jaguars XE begibt sich auf Augenhöhe mit A4 C-Klasse und BMWs 3er. Angetrieben wird die jüngste Katze von einer neuen Vierzylinderfamilie mit 2 Liter Hubraum als Diesel und Benziner. Oder von einem 3 Liter V6 Kompressor mit 340 PS, der schon im F-Type werkelt. Unser Fazit. Vollkommen egal, ob die Besucher des Pariser Autosalons eher kleine, kompakte, sparsame Fahrzeuge oder PS-Boliden favorisieren, hier kam jeder auf seine Kosten. Denn eins muss jedem klar sein, auch die vermeintlichen Big Player sind mittlerweile extrem sparsam geworden. Das war unser Bericht aus Paris.